Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Was ist eigentlich ein Arduino? Was kann der für uns tun? Diese Fragen werden wir heute in diesem Video klären. Ich bin mir sicher, ihr habt von Arduino schon einmal gehört. Ein Arduino besteht aus einer Platine mit Mikrocontroller, also eine Art Mini-PC mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen. Zum anderen besteht Arduino aus einer Software, mit der du Programme in der Programmiersprache C bzw. C++ schreiben kannst. Beides, die Hardware und die Software, sind Open Source. Deswegen sind sehr viele Mikrocontroller zu finden, die fast gleich aussehen, aber sich nicht Arduino nennen dürfen. 2005 wurde das Board von Massimo Banzi und David Quartieres entwickelt und nach einer Bar in Ivrea im Norden von Italien benannt. Es gibt mittlerweile schon sehr viele verschiedene Arduinos, von groß bis klein. Der bekannteste von ihnen ist der Arduino Uno und er kostet nur 20 Euro und ist für die meisten Projekte sicherlich ausreichend. Damit kannst du Lichter, Motoren und Kameras ansteuern oder sogar einfache Roboter bauen. Am besten ist jedoch, wenn man sich gleich das Starter-Kit zulegt, weil man gleich eine Sammlung von elektronischen Komponenten mitbekommt, die man für die ersten Versuche benötigt. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung einen Link zum Bestellen von Amazon reingestellt. Wie schon erwähnt, gibt es auch sehr viele Boards von anderen Herstellern, die in etwa die Hälfte kosten. Aber gerade am Anfang kann es sehr frustrierend sein, wenn man ein Projekt macht und es funktioniert nicht. Vielleicht hat man alles richtig gemacht, nur das Board ist von schlechter Qualität und fehlerhaft. Aber was ihr macht, das ist euch überlassen, ob ihr lieber auf Qualität setzt oder sparen wollt. Natürlich gibt es noch viele weitere Modelle. Mit Wi-Fi, schnellen Prozessoren und vielen IOs, wie der Arduino Mega. Schaut euch die Webseite von Arduino an, dann bekommt ihr einen super Überblick. Um den Funktionsumfang von einem Arduino noch zu erweitern, kann man sogenannte Shields auf den Arduino aufstecken. Damit kann man sogar zum Beispiel Motoren steuern, aus dem Arduino einen MP3-Player machen oder sogar ein Telefon, ohne die Elektronik dabei selber entwerfen zu müssen. Hier sehen wir den Arduino Mega und so wird ein Motorsteuerbord draufgesteckt. Auf das Steuerbord kann man sogar noch weitere Shields stecken und so bekommt man einen Stapel an Elektronik. Das ist auch der Grund, warum die Boards Entwicklerboards genannt werden. Zum Programmieren von einem Arduino wird eine Software benötigt, die Arduino IDE. Die könnt ihr auf der Webseite downloaden und installieren. Die Software ist für Windows, Mac und Linux erhältlich. Wenn ihr dazu eine genaue Beschreibung sehen wollt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung den Link zum Video, wie man eine Arduino IDE installiert. Das Aufspielen von der Software auf den Arduino ist so einfach gemacht, dass man nur ein USB-Kabel anstecken muss und einen Knopf in der Software drücken. Lasst uns jetzt aber einmal einen genauen Blick auf den Aufbau von einem Arduino Uno nehmen. Hier sehen wir den Mikrocontroller. Er basiert auf einem Atmel AVR Mikrocontroller aus der Serie Mega AVR mit einem Atmega 328. Sozusagen das Herz unseres Arduinos. Er läuft mit einem Schwingquarz, der elektrische Schwingungen mit 16 MHz erzeugt und das ist sozusagen die Geschwindigkeit, mit der unser Mikrocontroller läuft. Auf dem Board ist noch ein weiterer Mikrocontroller verbaut, der die Verbindung mittels USB auf den eigentlichen Mikrocontroller herstellt. Den brauchen wir, damit wir die Software laden können und wenn die Software läuft, dass wir auch die Daten von den Arduino zu unserem Computer bekommen. Sollte sich der Arduino mal aufhängen, kann man hier links oben den Reset-Button drücken, um den Arduino neu zu starten. Den Arduino Uno kann man über USB mit Spannung versorgen oder aber auch über den Rundstecker können 7 bis 12 Volt eingespeist werden. Da der Uno aber nicht mehr als 5 Volt verträgt, ist hier ein Spannungsdialer verbaut, der die 5 bis 12 Volt runter auf 5 Volt regelt. Am Board sind auch einige LEDs verbaut. Hier sehen wir das sogenannte Pin 13 LED, TX und RX für die Kommunikation. Und auf der rechten Seite sehen wir das LED On, das uns zeigt, ob der Arduino mit Spannung versorgt ist. Jetzt aber weiter zu den vielen schönen Pins. Unten sehen wir eine Reihe mit analogen Eingängen, die von A0 bis A5 gekennzeichnet sind. Oben haben wir einen Pin für den Reset. Wir können Spannung abgreifen, 5 und 3,3 Volt.
den Ground und wir können auch den Arduino extern mit Spannung versorgen beim V-In-Pin. Auf der anderen Seite von Arduino finden wir die digitalen Pins. Ganz unten sehen wir TX und RX, das sind zwei Ports für die Kommunikation von seriellen Daten zum Senden und Empfangen. Hier können wir Bluetooth, GPS und Wi-Fi-Module anhängen. Die Pins 2 bis 13 sind digitale In- oder Outputs. Man kann damit 5 Volt als Eingang messen oder 5 Volt ausgeben, um etwas zu schalten. Die Pins mit der Welle vor der Nummer sind sogenannte Pulsweitenmodulatoren. Was das ist, das erkläre ich euch aber ein anderes Mal. Bevor wir jetzt aber an den Arduino gehen, noch ganz schnell, wie ist ein Programm aufgebaut? Es unterteilt sich in zwei Sektoren. Oben haben wir das Setup. Hier wird definiert, welcher Pin welche Funktion hat, Eingang oder Ausgang, das sehen wir gleich. Und unten den Loop, das ist das eigentliche Programm. Das läuft einfach immer wieder kontinuierlich von oben nach unten durch. Jetzt aber los ans erste Projekt. Wir wollen eine LED blinken lassen. Dazu brauchen wir den Arduino Uno. Dann brauchen wir noch eine LED, die ziehen wir uns raus und stecken sie auf das Board. Und einen 220 Ohm Widerstand, damit uns die LED nicht abbrennt. Ja, ist gut, ich weiß, ihr wollt das sehen. Dann zerschießen wir eben eine LED am Ende des Videos. Jetzt aber zuerst den kurzen Pin von der LED auf Ground legen und die rechte Seite vom Widerstand legen wir auf den Board 7. In der Praxis sieht das jetzt so aus. Die LED, die hat zwei Anschlüsse, den langen Fuß, das ist die Anode, dort geht die Spannung rein, und der rechte Fuß ist die Kathode, dort geht die Spannung wieder raus. Die Anode, also der lange Fuß, kommt auf die rechte Seite. Danach nehmen wir einen Widerstand. Dieser hier hat 220 Ohm. Der Widerstand begrenzt den Strom in unserer Schaltung und verhindert, dass uns die LED abbrennt. Als nächsten Schritt müssen wir unsere Schaltung mit Spannung versorgen. Dazu nehmen wir zuerst das blaue Kabel und stecken das eine Ende auf Ground, was der Minuspol ist. Das rote Kabel stecken wir auf Pin 7, den werden wir dann als Ausgang programmieren. Das blaue Kabel kommt auf die Kathode der LED, also den kurzen Fuß, und das rote Kabel stecken wir auf der rechten Seite beim Widerstand ein. Jetzt öffnen wir unsere Arduino IDE und oben bei Setup definieren wir unseren Pin 7 als Output, weil wir wollen ja eine Spannung rausgeben. Ganz wichtig, immer nach jeder Zeile den Semikolon. Unten im Loop, dem eigentlichen Programm, definieren wir jetzt, was wir machen wollen. Als erstes setzen wir den Ausgang 7 auf High. Das heißt, es werden 5 Volt auf dem Pin 5 ausgegeben. Danach wollen wir eine Sekunde lang warten. Das geht mit Delay 1000, was 1000 Millisekunden bedeutet und einer Sekunde entspricht. Nach dieser Sekunde schalten wir den Pin wieder aus und warten nochmal eine Sekunde. Wir stecken den Arduino an USB und schauen, dass wir den Board USB und das richtige Board Arduino Uno gewählt haben. Danach können wir auf Upload gehen und das Programm wird auf den Arduino gespielt. Beim Upload blinken die Lampen RX und TX und schon ist das Programm installiert und unsere LED blinkt wunderbar im Sekundentakt vor sich hin. Das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Als nächstes bauen wir einen Schalter ein, der beim Drücken die LED blinken lässt. Wir setzen den Schalter auf das Breadboard und dieses Mal brauchen wir einen 1000 Ohm Widerstand. Die rechte Seite vom Widerstand am Schalter wird auf die Minusleiste gelegt und auch die Kathode, also der kurze Pin der LED, wird auf den Ground gelegt. Vom Pin Ground von Arduino verbinden wir auf unser Breadboard den Ground. Und vom Pin 7, wie schon bei unserem Projekt davor, verbinden wir auf den Widerstand zur LED. Der Ausgang vom Schalter wird auf Pin 8 verbunden, das ist unser Eingang. Und jetzt müssen wir nur noch den Schalter mit Spannung versorgen. Das machen wir jetzt im Schnelldurchgang, weil wir alle keine Zeit haben. Die Pläne und den Source Code für diese zwei kleinen Projekte könnt ihr euch natürlich auf edistechnet auf der Webseite downloaden. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung, wo ihr sie finden könnt.
Im Setup oben müssen wir jetzt unseren Eingang 8 definieren. Das machen wir mit Binmode 8 Input. Im Loop wollen wir jetzt überprüfen, ob der Schalter gedrückt wird. Das können wir mit dem if-Befehl machen. If Digital Read 8, das heißt, wenn auf Eingang 8 5 Volt anliegt, dann machen wir was. Was dann passieren soll, das muss in den geschweiften Klammern stehen. Hierfür kopieren wir uns unseren Blink-Sketch von davor. Mit dem Befehl else, also wenn der Knopf nicht gedrückt ist, dann machen wir auch etwas. Es kann ja sein, dass man den Knopf loslässt, wo die LED gerade am Leuchten ist. In dem Fall müssen wir sie aber ausschalten und das machen wir mit else. In den geschweiften Klammern schreiben wir Digital Write für Pin 7 Low, sprich die LED ausschalten. Der Code ist fertig geschrieben und sofort ab damit auf den Arduino. Wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, dann blinkt unsere LED im Sekundentakt und hört wieder auf, wenn wir ihn loslassen. Wir sind am Schluss von unserem Video angekommen und jetzt, wie versprochen, lassen wir eine LED aufgehen. Habt ihr es gesehen? Jetzt nochmal von einer anderen Perspektive. Hier nochmal in Slow Motion. Wie ihr seht, nichts explodiert, nichts brennt, nichts raucht. Die LED wird einfach nur extrem hell, brennt durch und dann ist sie tot. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Edis TechLab.